Lieben, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Video. Es wird in die Geschichte eingehen, in die persönliche Geschichte. Die Familie wird nämlich größer. Größer um ein Katzenbaby. Ich liebe Katzenbabys. Ich muss ganz ehrlich und im Heimlichen verraten, Katzenbabys sind sogar noch süßer als Hundebabys. Vor ungefähr 2, 2,5 Jahren. So lange ist das schon her? Ist das schon so lange her? Es ist schon so lange her. Da ist die erste Katze eingezogen. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch. Mäuschen. Billy, hast du Angst? Vorsichtig, Billy. Ein kleiner Schmiedetiger, hm? Ich habe euch damals ja gefragt, was denkt ihr? Kam der Namensvorschlag Miss Marple oder Maya von mir? Und ich weiß nicht, was los ist. Alle haben gesagt, hey, Miss Marple ist von dir. Nö, Leute, mein Vorschlag war Maya. Ist nicht durchgegangen. Jetzt heißt sie Miss Marple. Du wurdest einfach knallhart überstimmt. Ich hatte keine Chance. Ich nenne sie ja liebevoll Marpli. Eine Miss Marple ist so streng und alt und Marpli ist süßer. Und leider ist Marpli jetzt schon groß, erwachsen und nicht mehr so süß wie ein Baby. Deswegen dachte ich mir, legen wir uns ein neues Baby zu. Nee, Spaß. So war es natürlich nicht. Oh Mann, Vicky, was redest du? Das glaubt auch noch jeder. Nein, das war natürlich nur Spaß. Der wahre Grund ist natürlich, dass Katzen besser zu zweit zu halten sind, weil die dann einfach miteinander spielen können, zusammen Zeit verbringen können und es einfach artgerechter ist. Und deswegen wird es Zeit, eine zweite Freundin oder Freund zu Miss Marple hinzuzufügen. Man hätte natürlich auch direkt zwei Katzen nehmen können, aber wenn man noch nicht so die Katzenerfahrung hat und so, dann denkt man vielleicht erstmal besser eine und dann kann man so lernen und so. Und deshalb kommt jetzt die zweite. Es ist nie zu spät für eine zweite Katze. Und dann irgendwann eine dritte, vierte, fünfte. Stopp mal. Erstmal die zweite. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Leute, schreibt mal alle in die Kommentare, was für Haustiere habt ihr? Vielleicht ist da voll was Verrücktes dabei. Eine Ziege oder so. Also wir haben so die Klassiker. Hund, Katze, Pferd. Oh, und ich hatte früher Hamster. Fische hattest du doch auch. Wir haben kein Hausschwein oder Alpaka, leider. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, denn dann erfahrt ihr den Namen von dem kleinen Kätzchen. Ich bin ja für Detektiv Conan. Das würde sehr gut zu Miss Marple passen. Oh ja, ein Detektivteam. Oder Sherlock Holmes. Bleibt dran, dann wisst ihr, was es wirklich wird. Heute ist ganz ein besonderer Tag. Wir werden jemanden neuen kennenlernen. Ein kleines, süßes Wesen, das vielleicht bald ein neues Familienmitglied wird. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg nach Villach. Das ist in Kärnten. Und da haben wir jetzt noch ungefähr eine 2-stündige Fahrt vor uns. Vicky, ich und meine Mama. Denn dort besuchen wir Katzenbabys. Wahrscheinlich ein kleines Katzenbabymädchen wird dann bald bei uns einziehen. Der Deal ist, dass ich den Namen aussuchen darf. Und ich weiß auch schon wie. Aber den verrate ich euch erst am Ende des Videos. Jeder, der auch Katzenbabys süß findet, lässt jetzt mal einen Daumen nach oben da. Und wer findet Katzenbabys nicht süß? Ich glaube, so einen Mensch gibt's gar nicht. Guck mal, was für schönes Wetter wir haben. Das kann ja nur eine schöne Autofahrt werden. Stehen wir im Stau? Nein, das sieht nur so aus wie Stau. Alles gut, alles gut. Das wird ein richtig schöner Roadtrip. Dankeschön. Kleiner Leopard. Standing in a corner. I see from across the room. Du kannst noch gar nicht fest beißen. Kind of crowded here, but I know you see me too. Everybody singing oh. Everybody singing oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Jetzt gibt's erstmal was zu essen. Hört mal, hier hört sich's an wie im Schwimmbad, oder? Guck mal, weil wir hier in Kärnten sind, gibt es Kärntner Käsnudel. Das habe ich noch nie gegessen. Muss ich auf jeden Fall probieren. Tada!
Wow, guckt euch mal die Aussicht an, die wir hier beim Essen haben. Und das sind die Berge, wo noch Schnee drauf liegt. Hier kommt der Cappuccino. Oh, Smiley. Der freundlichste Cappuccino, den ich getrunken habe. Und guckt mal, wir haben Apfelstrudel, Topfenstrudel und nochmal Apfelstrudel mit viel Vanillesoße. Ja. Dankeschön. Welche Farbe war das jetzt? Braun, orange. Okay, aber mehr Schwell geht nicht auf einmal. Grün. Ich hab kein Gelb. Gelb. Leute, wir sind schon gut am Shoppen. Ein kleiner Kratzbaum, eine wunderhübsche Katzentoilette und Futter. Futter. Heute ist es endlich soweit. Wir holen das kleine Baby ab. Ja, wir waren gerade schon ein bisschen shoppen. Katzenstreu, Katzenspielzeug. Oh, ich habe ein cooles Spielzeug. Wartet. Tada! Ein Angelfisch. Hoffentlich wird sie ihn lieben. Es folgt ein Food-Test. Wir wurden angesteckt. Viele Leute gibt es, die machen das so und wir testen es jetzt auch. Pommes in Milchshake tauchen. Wir haben sogar zwei Sorten Milchshake, der ultimative Test. Ich muss an meine Zahnspange. Immer muss ich warten. Ich bin so hungrig. Womit beginnen wir? Oh, das geht über. Wir brauchen auf jeden Fall Servietten. Hier haben wir Vanillemilchshake, Pommes und das. So muss man das jetzt essen. Soll ich es mit Erdbeer versuchen? Nein, mach auch mit dem zuerst. Ding, ding, ding. Oh, nee. Das schmeckt komisch. Aber schon lecker. Ein bisschen verrückt, aber irgendwie gut. Lass uns Erdbeer probieren. Nicht so cool. Vanille war besser, oder? Vanille ist besser. Machen das viele Leute? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das macht. Ich bin jetzt doch wieder umgestiegen auf Ketchup. Irgendwie passt es mehr. Das ist verwirrend süß und salzig. Ich glaube, ich bleibe bei Pommes mit Ketchup. Der Shake ist dann einfach Nachtisch. Ist doch viel besser, oder? It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. Jetzt haben wir die kleine Maus hier hinten sitzen und sie beschwert sich. Das ist blöd, ne? Oh, Baby. Deine kleine Schwester ist angekommen. Deine neue Freundin. Freust du dich? Guck mal. Hallo. Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here. Diebstahl! Diebstahl! Ich hab's wieder zurückergattern können. Ups, ups. Gut, dass ihr dran geblieben seid. Jetzt kommt die Aufnahme.
Auflösung. Vielleicht habt ihr es schon so ein bisschen rausgehört im Video. Der Name dieser wundersüßen Katze des Katzenmädchens ist Amy. Ich habe mich durchgesetzt. Ich habe allein alle überstimmt. Amy. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Namen findet. Und lasst ein Däumchen nach oben für Amy da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.